Auf der A7 bei Kassel-Nord ist am Dienstagabend ein Bus ausgebrannt. Laut der Feuerwehr war der Busfahrer allein in dem Fahrzeug unterwegs gewesen und hatte plötzlich Flammen am hinteren Reifen bemerkt. Er konnte sich rechtzeitig retten. In dem Bus waren 6 Reifen transportiert worden, die durch das Feuer explodierten und die Löscharbeiten erschwerten. Die Feuerwehr hatte den Brand trotzdem schnell unter Kontrolle. Wegen der Bergungsarbeiten soll der rechte Fahrstreifen auf der A7 voraussichtlich bis Mittwochmittag gesperrt bleiben.